Hier entstehen neue, sehr individuelle Räder aus Bambusrohr. Denn Mario Karf begeistert das exotische Holz. Es ist leicht, es ist stabil, es ist haltbar, es ist soweit wie es geht nachhaltig und man kann die Geometrie an den Fahr anpassen. Der Bambusrahmen wird kombiniert mit Rädern, Bremsen und Schaltung. Er besteht aus 4 Meter Tonkinrohr. Das ist der sogenannte Eisenbambus aus Südchina. Das Grasgewächs wird vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika angebaut. Robuste Sorten wachsen auch hierzulande. Bis die hohlen Stämme dick genug für den Radbau sind, vergehen etwa 4 Jahre. Dann erreicht der Bambus auch die nötige Stabilität und Elastizität für die Verarbeitung. Und dann kann man das prima zusammenfügen. Klebt zusammen, kommt Carbon drumherum, erledigt. Epoxidharz und Carbontape verbinden die Rohre. Dazu kommen noch Tretlager, Steuerrohr und Sattelhülse aus Metall. Solche Bambusrahmen Marke Eigenbau brauchen bei starker Beanspruchung mehr Pflege. Die Konstruktion lässt sich aber sehr einfach reparieren. In Workshops können Interessierte hier auch eigene Ideen ausprobieren und sich beispielsweise ein Bambus-Lastenrad bauen als umweltfreundliches Transportmittel für die Stadt. Bambus ist sehr vielseitig und steckt hier zum Beispiel in Zahnbürsten oder in diesem Putztuch. Und außerdem ist Bambus auch nachhaltig, denn er wächst sehr schnell und bindet so viel Kohlenstoff. Über ihr Wurzelsystem bildet die Bambuspflanze ständig neue Halme, die dann geerntet werden können. Aber bis der Bambus mal bei uns ist, muss er weite Wege zurücklegen und das schadet natürlich der Umweltbilanz. Ja, und außerdem kann Bambus leicht schimmeln. Lässt sich dieses Schimmelproblem lösen? Bauphysiker erproben, ob und wie sich Bambus als Werkstoff in Gebäuden eignet, als Tragholz oder als Fassade. Wir haben unterschiedliche Plattenwerkstoffe, die wir aus Bambus herstellen können. Und die verhalten sich natürlich auch unterschiedlich. Und genau diese Unterschiede herauszufinden, das ist das, was wir jetzt hier gerade machen, um dann später auch zu sagen, wie müssen wir denn diesen nachwachsenden Rohstoff schützen. An den Seiten abgedichtet zeigen sich die Einflüsse von Regen und Sonne, die Folgen der Witterung. Schimmel bildet sich, wenn die Feuchte tief in die Proben eindringt. Mit Langzeitdaten aus dem Freiland und im Klimalabor haben die Forscher ein Vorhersagemodell für die Haltbarkeit von Konstruktions- oder Leimholz aus Bambus entwickelt. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir sehr, sehr genau hinschauen müssen, weil der Bambus, dadurch, dass er schnell wächst, ist er auch, ja, sehen wir den Zusammenhang, dass er auch sehr schnell degeneriert, sprich Schimmelpilzbildung hier sehr, sehr früh stattfinden kann. Damit Bambus wie Holz 40 Jahre und länger hält und sich nicht bei Feuchtigkeit vollsaugt, sind noch mehr Langzeitstudien nötig. Aber mit einer Simulationssoftware der Forscher können Bauherren schon jetzt Bambus schimmelfrei einsetzen. Ein futuristischer Pavillon zeigt, wie kreativ junge Architekten Bambus verwenden. Für Digital Bamboo nutzen sie Hightech und 3D-Druck. So wirken selbst große Strukturen luftig. Wir entwickeln sehr leichte, weitgespannte Strukturen mit einem Minimum an Gewicht und Material. So lassen sich die Teile einfach transportieren und auseinanderbauen. Sie haben flexible Designs für Verbindungen entwickelt, für dicke und dünne Stangen. Vor Ort gedruckte Bauteile könnten Bambuseinsatz in boomenden Bauregionen in Asien und Afrika erleichtern. Wir können Fundamente mit Druckbeton erzeugen, die 80% weniger Beton benötigen als normalerweise. Und wir nutzen unterschiedliche nachwachsende Materialien wie Bambus und Holz. Fantasievolle Architektur aus natürlichen und recycelbaren Rohstoffen. So könnte das Bauen weltweit klimafreundlicher werden.